Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBHU. Muss mal aufpassen, dass ich nicht LBSS sage. Nein, wir sind hier in meinem Hogwarts und immer noch in der Eingangshalle und ja. Nein, falsche Richtung. Hier habe ich leider noch gar keine Rückmeldung von euch, also haut's mir in die Kommentare rein, was ihr von dieser Treppe haltet. Ja. Ich würde sie gerne doch umändern. Aber da warte ich lieber doch noch ein bisschen auf eure Meinung ab. Ja, und dafür, damit wir heute noch doch noch produktiv sind, gehe ich erstmal in die andere Perspektive. Ja. Wie in den anderen Folgen. Also, werden wir heute mal die Halle abbauen. Und beziehungsweise vorher, ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir ein paar Kisten geholt. Und da tun wir jetzt erstmal den ganzen Stuff rein. Übrigens, diese Tür hier. Die muss zu. Die gibt's nicht. Also zumindest ist sie auf keinen der Bilder zu sehen. Und da das eh alles so ein klein wenig erhöht wird, ist das, wie gesagt, vollkommen egal. Das haben wir jetzt erstmal hier rein. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Obwohl, die Fackeln halte ich mal in der Hand. Weil ich habe nämlich bei den letzten Aufnahmen festgestellt, dass ich da doch ein klein wenig zu dunkel war. Aber das kriegen wir hin. Ich werde mir danke das noch holen. Ja. Oh. Achso, habe ich eingefangen. Weil diese hier müssen nämlich auch eh alle weg, weil die gehören nicht hier hin. So. Und hier oben, wie ihr seht, habe ich auch schweben die Dinger. Aber ich muss jetzt, ich muss mal eben kurz was austesten. Ich habe doch noch ganz viele Steine hier drin, ne? Ach, Verschabteilung. Jetzt doch hier hinten. Ich würde nämlich gerne wissen, auf welche Höhe ich auskomme. Warte mal, hier müssen wir eh ein Stück tiefer gehen. Und da... Oh Gott, diese Spitzhacke, die ist der Wahnsinn, ne? Die ist absolut... Oh. Um es mit Upsala. Also das war jetzt nicht so geplant. So, das. Ja. Oh, der Tuch kommt aber sehr spät. So. Warte mal, habe ich. Nein, habe ich nicht. Ich würde nämlich gerne. Ja. Die einen tiefer setzen. So, drei Stück. Passt. Wackelt hat Luft. So. Oh, da fehlt noch ein Stein. So, jetzt nicht mehr. Und dann hauen wir mal eben diese hier rein. Perfekt. Dann können wir nämlich hier... Ja, da ist er nämlich. So. Und auf dieser Höhe würde ich nämlich gerne... Nee, doch nicht. Wir müssen noch ein bisschen tiefer. Wartet mal. Das war falsch gedacht. Weil... Ja, aus der Luft ist die nicht so pornös. Die unteren Fenster sind ja eh kleiner wie die oberen. Von daher, wenn wir hier so zwei wegnehmen, ist das okay. Mein Gott, das hört sich immer an, wenn man so Glasscheiben kaputt macht, ne? So, deswegen würde ich mal sagen, wenn wir diese Höhe hier nehmen, ja, das sieht nach einer angemessenen Höhe, weil dann können wir das nämlich hier als Nische machen. Und dann so ein Stückchen überhalb, oberhalb der Wand hier. Oder? Ja, oder wir gehen hier noch ein tiefer. Aber auf den Bildern sah das halt immer so aus, als wenn da... Weil hier kommt ja definitiv jetzt die Küche rein. Also wir machen nur die, die Stühle praktisch hier weg und die Tische bleiben. Dann haben wir schon mal die Anordnung. Wir setzen alles nur eine Etage höher. Ja, das muss natürlich dann auch noch abgeändert werden. Aber das ist ja jetzt einmal Zukunftsdenken. Wir machen uns jetzt erstmal hier eine Markierung rein, damit ich ungefähr weiß, bis wohin ich gehen kann. So, warte. Zack.
Weil wir müssen da ja eine Treppe nach oben setzen. Na, warum? Ach so. Ja, jetzt weiß ich warum. Okay. Das muss nämlich auch noch weg. Warte mal, warte mal. So, jetzt dürfte sie eigentlich. Ah, jetzt kommt sie langsam. Ja, ich habe leider keine Axt dabei, deswegen machen wir das jetzt eben mal mit der hier. Aber tut's ja keinem Abbruch. Also, so was halt ist. Es dauert Ewigkeiten. Ah, schaut mal. Wow. So. So, jetzt dürfte das. Ah, geht doch. So, die muss noch weichen. Und die. Ja, wie gesagt, hier müssen wir alles noch abändern. Das wird jetzt komplett bis dahin. Und dann müssen wir hier eine Ebene ziehen. Eigentlich hätten wir das. Wartet mal hier. Das müssen wir eh noch ein Stück rausziehen. Weil hier ist ja die Tür drin. Und dann kann man hier so eine Wand hochziehen. Oder? Weil eigentlich geht ja dann eine Treppe hier nach oben. Oder gehen wir da lang? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil, wie gesagt, wir haben diese Höhe. Wir ziehen das jetzt einmal mal komplett nach hinten durch. Also viel höher ist es jetzt hier nicht. Also man könnte sozusagen. Ups, ich glaube, das war so nicht von mir geplant. So. Wenn ich das jetzt hier so. Ja. Weil das Tor wird ja dann da sein. Das heißt, wir müssten sozusagen. Oh yeah. Denken. Ja. Hier habe ich nämlich nicht mehr. Aber ich habe hier unten noch ein bisschen Stuff drin. Ja. Da. Oh, da war noch einer. Das nehmen wir auch noch mit. So, ach, das Ding müssen wir auch noch abbauen. So. Ja. Ach so, ich hatte ja eigentlich noch ein Thema für euch. Oh Gott, hätte ich das auch noch beinahe vergessen. Ich würde gerne, da wir ja eh hier LB, also LBHU machen, also Hogwarts bauen, dachte ich mir, machen wir da auch direkt ein Thema über LBH. Beziehungsweise über Harry Potter selber. Ich würde euch gerne meine Lieblingscharaktere erzählen. Und die sind eigentlich boah, recht unspektakulär. Also ich mag zum Beispiel Draco Malfoy ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich finde, ich weiß, er war zu Anfang ein. Wie darf man das sagen? Ein Arsch? Ein eingebildeter, verwöhnter Bengel, der ja im Laufe des Buches, aber auch sowohl auch im Film charakterlich sich sehr verändert hat, finde ich. Also das muss man eben schon sagen, dass er da sich sehr verändert hat. Muss ich echt damit überlegen, kann man das auf eine Ebene da durchziehen? Weil das Treppenhaus. Also irgendwie passt das hier nicht so ganz, ne? Und das Fenster muss auch noch ein Stück höher, weil das ist ja eigentlich auf einer Höhe. Ja, oder wir machen die Höhe hiervon. Weil im Grunde genommen gibt es ja eigentlich diese Möglichkeit auch. Weil im Film gehen die ja eigentlich auch geradeaus durch. Das würde nämlich auch das aus dem dritten, also aus dem siebten Teil oder beziehungsweise aus dem vierten ist das, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht, dass die bei dem Ball gerade ausgegangen sind und dann sind die ja rechts zur Treppe gegangen. Also das würde Sinn machen. Das würde mehr Sinn machen.
Das würde Sinn machen. Ich bin echt gerade am struggeln, ob ich nicht wirklich. Ja, ich weiß, diese Spitzhacke ist absolut der Renner. Ich bin auch froh, dass ich sie habe. Die ist nämlich unkaputtbar. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Müsste man mal gucken, auf welche Höhe das hier auskommt. Weil so groß ist ja jetzt auch die Küche nicht. Und ich habe ja nicht wirklich viel Platz. Weil hier so ein Treppenhaus reinbauen, das wäre auch nicht gerade sinnig. So. Dann gucken wir jetzt uns erstmal die Höhe an. So. Müssen wir mal eben. Obwohl, machen wir mal eben gerade auf. So. Will ich ehrlich sein? Ich finde die Höhe gar nicht mal so übel. Dann gehst du mal ein Stück nach unten. Danke. Sind jetzt nur knapp zwei Steine unterschied. Mein Gott. Ja, geht ja nicht wegen den blöden Kappen da. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt eine Spitzhacke. Ich hab's. Das dauert mir sonst zu lange. So. Ja, ich weiß, ihr seht jetzt ein bisschen mehr als eigentlich geplant, aber das ist jetzt auch vollkommen egal. Hier ist übrigens mein. Ach nee, ich glaube, das habe ich euch schon in der Folge gezeigt. Ne? Da bin ich auch hingeflogen. So, jetzt brauche ich. Ja, dich brauche ich jetzt nicht. So, einmal eine Axt. Ja, da. Habe ich sogar auch verzaubert. So. Da sind noch eine Menge bei extra Himmel. Oh. Die hat es in sich. So, dann wieder zurück zum Ort des Geschehens. So. Achso, wir waren ja noch bei meinem Lieblingscharakter. Ja, wie gesagt, also es ist überwiegend auf jeden Fall Draco Malfoy. Ich finde den Kerl einfach nur klasse. War es anfangs falsch verstanden und dann hinterher hat er sich ja entpuppt als ich total lieben und netten Kerl von nebenan, der halt sehr einsichtig war. Ja, und als zweites kann ich sagen, mag ich Luna Lovegood. Ich jetzt, also ich finde. Ihr Charakter passt irgendwo auch zu mir. Ich bin teilweise auch sehr verstrahlt und. Ja, passt. Machen wir. Nehme ich. Also von der Höhe her finde ich das vollkommen. Ja. Ja, doch. Außer ich komme auf die Idee und mache das da hinten noch einen höher. Würde auch Sinn machen. Aber ich meine. Nee, das ist doch von der Höhe her vollkommen ausreichend. Ich glaube, das hin, was ich aus dem vierten Teil kenne. Wir können geradeaus und dann halt rechts in die große Halle. Das muss ich ein Stück versetzen. Aber das ist, ja, okay, die Halle, hier würde ich jetzt. Aber ich glaube, das ist sogar auf eine Höhe, oder wenn ich jetzt hin. Ja. Ja, nicht ganz, nicht ganz eine Höhe. Da muss ich mir was einfallen lassen, weil sonst hätte ich gesagt, dann könnte man das so lassen. Aber wie wir ja wissen, geht eine Treppe nach oben. Also muss ich gucken, dass ich das hier etwas erhöhe. Eventuell diese Plattform, weil da sind zwar Zugänge, aber die kann man. Okay, der ist noch nicht fertig gebaut. Ich glaube, hier hatte ich auch. Ja, doch, hier hatte ich schon gebaut. Das heißt, der Zugang, der muss eigentlich bleiben. Das sind so diese Durchgänge, wo man halt in die nächsten Ebenen kommt. Da habe ich auch schon angefangen zu bauen. Ich weiß, ihr seht gerade überhaupt nicht wirklich was. So, das mache ich euch mal ein bisschen Licht. Wo man hier ja sehr eng ist, aber man kommt in die nächsten Abteilungen rein. Da hatte ich wohl. Wieso ist das eigentlich hier so tief? Warte mal, mache ich mal Licht. Was habe ich denn hier drin? Okay. Okay, das ist auch ein Zugang. Da habe ich das aber sehr hoch gebaut. Das muss ich ja mal lassen, ne? Aber hier ist leider der Durchgang. So, ihr seht ja wieder nichts, ne? So, jetzt wisst ihr was? Ich mache den Light an, dann seht ihr auf jeden Fall was.
So. Ja, hier sind viele Ebenen halt noch nicht so richtig gebaut und vieles habe ich auch noch nicht so mitbedacht, aber ja, ich würde eher fast behaupten, das ist aber sehr knapp bemessen, aber das kriegen wir hin. Für mich ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir hier das hier hinkriegen und hier so den Treppenaufstieg. Ja, man könnte auch hingehen und das als Geheimraum machen, dass man hingeht und sagt, okay, wir versetzen das ein Stückchen höher, weil das würde dann halt ein bisschen bis unter die Decke gehen, aber das wäre egal. Machen dann die Treppe und schließen dann mit dieser hier ab, dass hier dann die Ebene ist. Weil hier führt ja auch so eine Treppe nach unten weg. Dann könnte man hier von da. Ja. Okay, das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsdenken, aber das ist jetzt egal. Ich habe mich jetzt entschlossen. Wir machen das trotz alledem auf einer Ebene, aber dennoch ist die Halle um einen erhöht. Das heißt, ich muss nur gucken, dass ich von unten den Zugang lege zur Küche. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich, ich will wahrscheinlich den hier so mit reinbauen, weil das ist ja eh dieser eine Übergang, dass man sagt, dann geht man hier so, macht so einen Weg da lang. Weil soweit ich weiß, waren die ja, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Buch ist ja Hermine auch durch so ein Bild erst. Oh, Entschuldigung. Das war nicht geplant. Ja, wo ist dieses verdammte Huhn? Ich will das jetzt wissen. Naja, achso, ja, die Bilder, wenn ihr euch wundert, Bilder sind noch nicht gesetzt worden. Wie gesagt, ich habe die Inneneinrichtung noch nicht gemacht. Von daher dauert das auch noch ein bisschen. Dieses Huhn! Ich frage mich echt, wo das ist. So, und dann, ja, und den Vorbau, da wird doch endlich mal still. So, dann muss ich gucken, die müssen auf jeden Fall auch weg. Das hier muss eingerissen werden und dann halt ein paar Stufen höher. Das wäre eventuell, weil ich kann euch das ja mal eben kurz zeigen. Also wir haben hier noch ein bisschen Platz. Also ehe wir da anschlagen, dauert das noch ein bisschen. Ansonsten muss ich das komplette. Ja, okay. Möglichkeit wäre halt noch, dieses komplette Gebäude halt noch mal neu zu bauen. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich das nicht dann schnell. Naja, mit World Edit hier zu arbeiten ist momentan für mich nicht relevant. Weil sonst hätte ich gesagt, einmal mit World Edit und alles ist weg. Aber leider funktioniert das hier auf dem Server noch nicht. Der muss erstmal komplett neu versetzt werden und naja, das kriegen wir irgendwann noch hin. So, ich hoffe, ihr seht jetzt genug, weil dieses überall Fackeln setzen, das ist immer so eine Sache für sich. So, 32 haben wir noch. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen die Ebene geebnet. Und dann wissen wir, wohin wir wollen. Jetzt bin ich natürlich komplett vom Thema abgewichen, weil ich halt am Gucken war. Ja. Wie gesagt, ich mag halt Draco Malfoy ist gehört dazu. Luna Lovegood wegen ihrer totalen verpeiltheit. Dann gehört dazu noch Professor McGonagall, die ich sehr schätze und ehre. Warum? Ja, ich hätte sie gerne als Lehrerin. Ich meine, sie ist zwar streng gewesen, aber sie war immer fair und ja, keine Ahnung. Man kann es eigentlich nicht so definieren, warum ich gewisse Charaktere mag. Also von daher, ist so rein spekulativ, nein, Scherz. Ja, wie gesagt, ich mag die halt sehr gerne. Bei Professor Snape bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Art, was er zum Schluss fabriziert hat, war toll, dass er im Endeffekt doch nicht zu den Bösen gehörte, sondern doch eine zu den Guten, wäre ein Pluspunkt für ihn. Aber so wirklich warm werde ich mit dem einfach nicht, weil ich sehe ihn nicht so als großen Helden.
Von daher, keine Ahnung, wie man das definieren kann. So, habe ich jetzt wieder ein paar. Ich hatte ja noch ein paar abge. Ja. So, dann mal hier jetzt. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus. Dann sieht das aus, als wenn die auf dem Boden stehen würden, ne? Wenn wir das so lassen würden. Also der obere Teil, also die Fenster muss ich eh ein Stück nach oben und vor allen Dingen mal ein bisschen schmaler vielleicht machen. Der Zugang kommt weg. Und ich meine nämlich auch, das Fenster ist ein Stückchen höher und darunter ist ja die Statue. Ich liebe diese Geräusche. Und dann schauen wir mal, warte mal, wir könnten ja hier auch noch die wegnehmen. Also jetzt kennt ihr ja zumindest schon mal meine Lieblingscharaktere. Auch. Oh. Ja, das kann ich natürlich nicht wegmachen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, ob ich die wegmachen kann. Da muss ich mich erstmal mit meinem Admin nochmal auseinandersetzen. Aber wenn das so ist, dass ich die wegmachen kann, dann mache ich die weg, weil der hatte mir da hinten auch noch welche Punkte gesetzt, weil ich kann mich in den zwischen den Welten halt mit Bockpunkten hin und her bewegen. Was natürlich sehr praktisch ist, weil LBR, also normal heißt meine Welt Living Potter, weil ich die ganze Welt von Harry Potter nachbauen wollte. Und ja, jetzt fragt man sich, warum heißt dann mein Titel LBHU? Ja. Ja, weil im Grunde ist es ja auch so, weil wir bauen ja eigentlich hier um. So, ich könnte natürlich auch Living Potter als. Warum tue ich die eigentlich nicht höher? Weil die anderen habe ich da auch höher gesetzen können. Ja, guck mal, geht sogar. Dann bin ich nicht eigentlich eher auf die Idee gekommen. Die schweben ja voll in der Luft. Na, die Kenntnis kommt immer viel später, als man denkt. So, dann machen wir das jetzt noch ein Stückchen höher. Oh, das hat nicht geklappt. So, also die Lampen da unten gehen weg. So. Dann sieht das nämlich eher aus, als wenn die da draufstehen. Dann sieht das nämlich besser aus. Na, komm, geh. Hallo? Ah, geht doch. Also dieses Huhn macht mich wahnsinnig. Wisst ihr das eigentlich? Man hört die ganze Zeit dieses Huhn gackern. Aber ich sehe nirgends, auch nur ansatzweise, irgendein Huhn. Das ist echt verwirrend. Hier drin ist auch keins. Naja. So, dann können wir ja auch mal direkt, weil die möchte ich jetzt auch ersetzen. Gegen andere. Ja. Ich hoffe ja, dass das mit dem Fenster so einigermaßen hinhaut. Dann werden wir ja sehen. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Sollte mir vielleicht gleich mal zu essen holen. So. Mal die Reihe. Also wie gesagt, die Tische bleiben so, wie sie sind. Dann habe ich schon mal zumindest Tische. Der Kamin muss auch ein bisschen weichen, obwohl ich da sehr stolz drauf bin. Fand den so richtig schön gebaut. So. Zip-bum. Es geht so schön schnell mit diesen Haken, ne? Mit den verzauberten Dingern. Aber machen wir den einen Tisch zumindest mal leer. Oh, das war nicht Sinn und Zweck, dass der jetzt da rausgeht. So, warte. Ich glaube, so hatte ich die gesetzt, ne? Ja. So, dann bauen wir das jetzt hier nochmal ab. So, meine Charaktere bin ich durch. Ihr könnt mir ja mal eure Lieblingskarten. Ja. Wir haben es gelernt. Eure Lieblingscharaktere in die Kommentare klein. Von mir aus auch mit Ranking, wenn ihr auf Platz 1, 2 und 3 haben wollt oder 4, 5, je nachdem wie viele Charaktere habt. Also mein Ranking wäre in dem Falle, auf Platz 3 wäre McGonagall, auf Platz 2 wäre Luna und auf Platz 1 wäre Draco Malfoy. Ja, das wäre so mein Ranking.
Also, haut mir in die Kommentare, welches Ranking ihr hättet. Haut mir in die Kommentare, wie ihr die Treppe vorne findet. Ob ihr die Höhe von der Küche okay findet, weil zur Not kann man diesen Boden hier auch noch rausnehmen und die etwas nach unten setzen. Das wäre nämlich auch kein Problem. Das würde ich sogar machen, wenn ihr mir sagt, ja, setzt sie runter. Also, haut es mir einfach in die Kommentare. Und ja, und sonst noch Vorschläge, weil ich bin für Vorschläge jederzeit offen, weil dieses Hogwarts wird jetzt komplett mit euch dann halt fertig gebaut. Oh, ja. Das können wir sehr gut. Und von daher, also, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr regelmäßig mit einschaltet, wenn ihr euch beteiligt und habt. Und ja, wie gesagt, wir werden auch mit diesem Objekt hier Livestreams machen. Also nicht nur LBSS wird im Livestream gemacht, sondern auch mein Hogwarts. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das jetzt hier noch fertig. Na, normal lassen sich Deko-Craft-Dinger eigentlich sehr gut abbauen. Warum macht er das ja nicht so? So, oh, den Tisch sollte ich. Ja, komm, dann machen wir jetzt noch den Tisch abbauen. Ich habe immer das Gefühl, ich haue die ganzen Tische hier ab. Und ja, worüber ich auch noch dankbar wäre, das wäre natürlich echt knorke, wenn ihr mir Themenvorschläge in die Kommentare haut. Also haut rein, was Zeug hält. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei LBSS vorbeischaut. Dort baue ich eine Stadt im altmodischen Stil. Eigentlich mit jemandem zusammen, aber im Moment mache ich das komplett alleine. Das heißt, die komplette Innenstadt wird altmodisch gebaut. Ich werde verschiedene Stile mit einbauen, das heißt amerikanische Stile, eventuell auch deutsche Stile und hast du nicht gesehen. Also soll schon ein ziemlicher bunter Mix werden, dass es halt nicht einheitlich aussieht, sondern schön von jedem etwas. Und da ich ja so ein Amerika-Fan bin, darf das natürlich in meiner Stadt nicht fehlen. Von daher haut mir alles in die Kommentare. Ne, wie gesagt, oh. Was hat man jetzt gesagt? Na toll, ich hab's wieder vergessen. Lieblingscharaktere in die Kommentare. Auch Vorschläge könnt ihr in die Kommentare hauen. Wie ihr das Format findet. Was ich besser machen könnte. Themenvorschläge, alles Mögliche. Haut es mir einfach rein. Und dann würde ich sagen, mit dem letzten Teil, mit dem wunderschönen. War das? Hähnchen, glaube ich, ne? Nein. Oder mit einer Packung Süßigkeiten in der Hand. Sage ich auf Wiedersehen, tschüss, adios, bye bye und bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, dann einfach mal abonnieren. Das könnt ihr auch ganz gut auf meinem Wasserzeichen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, esse ich gleich erstmal was, damit der Skin nicht verhungert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Achso, kommentieren. Kommentiert, kommentiert, kommentiert. Bis zum geht nicht mehr. Und meine verlinkten. Naja, ja, wunderbar. Zum Schluss verhabbel ich mich dann noch. Und meine verlinkten Videos könnt ihr auch gerne schauen. Die sind dafür da. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und dort gerne auch Likes da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis dann.